Hallo und willkommen zu diesem Video. Ja, wie du hier schon sehen kannst, ich bin hier inmitten von verschiedenen Homematic IP Komponenten und das ist ja, wie du im Titel sicherlich auch schon gesehen hast, Thema meines neuen Seminares und zwar heißt es Homematic IP von A bis Z. Von A bis Z ist auch wirklich Programm, denn wir beide gehen halt Schritt für Schritt einzelne Themen durch, was du alles mit dem Homematic IP Access Point machen kannst. Und ja, wir starten da gemeinsam eigentlich erstmal mit dem Smart Home System allgemein. Das heißt, ich erkläre dir nochmal, was überhaupt Smart Home ist, was du damit machen kannst und was du auch mit Homematic IP dort erreichen kannst. Haben wir darüber gesprochen? Dann schauen wir uns hier die App auf dem Smartphone mal genauer an, was du damit einstellen kannst und zeig dir erstmal so einen kleinen Überblick überhaupt über die App und wie die ganze App dann aussieht und wie du diese halt auch verbinden kannst zu deinem Router und natürlich auch hier zum Homematic IP Access Point. Warum ihn denn? Da ist er. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Themen, was du alles mit dem Homematic IP System halt bei dir machen kannst. Starten wir einfach mal dann gemeinsam mit der Lichtsteuerung. Ja, mit Lichtsteuerung kann man viel einsetzen. Wir lernen Bewegungsmelder an, schauen, wie du dein Licht zu Hause automatisieren kannst und was für Möglichkeiten du dort überhaupt hast. Natürlich sprechen wir an dieser Stelle auch über die verschiedenen Gruppen, die du erstellen kannst und Automatisierung und gehen auch nochmal darauf ein, was überhaupt der Unterschied ist zwischen einer Automatisierung und der Gruppe und wofür du überhaupt mal einen Internetzugriff brauchst und wofür eigentlich nicht. All diese Themen gehen wir da auch nochmal in diesem Kapitel dann gemeinsam drauf an. Aber fast so wichtig wie das Licht ist natürlich auch die Beschattung bei dir zu Hause. Darum schauen wir uns da die Rollläden einfach mal genauer an, was du damit machen kannst, was für Konfigurationsmöglichkeiten du dort hast, um halt eine Beschattung wirklich smart bei dir zu installieren. Und all diese Themen werden wir halt in diesem Kapitel da nochmal genauer anschauen. Ein weiteres wichtiges Thema in einem Smart Home ist natürlich auch das Raumklima. Nicht nur, weil es irgendwie komfortabel ist dann, aber natürlich auch, weil du damit wirklich bares Geld sparen kannst. Und darum habe ich hier auch schon den neuen Homematic IP Fußbodenhaktor halt stehen, aber natürlich auch die klassischen Sensoren hier, die schauen wir uns dann ebenfalls nochmal mit an, sodass du da auch ein klassisches Thermostat an deine Heizung nochmal installieren kannst. Wochenprogramme werden hier erstellt und wir schauen halt dann auch, ob du das Ganze nicht auch noch einen Tick smarter machen kannst, wenn du zum Beispiel nicht zu Hause bist. All diese verschiedenen Komponenten lassen sich aber natürlich nicht nur für Raumklima oder Ähnliches verwenden, sondern auch für eine Alarmanlage. Denn wenn du zum Beispiel schon einen Fenstersensor bei dir zu Hause installiert hast für dein Raumklima, warum nicht diesen auch nutzen für eine Alarmfunktion, die du bei dir zu Hause ebenfalls nutzen kannst. Darum habe ich hier auch nochmal als Beispiel dafür stehen die Alarmanlage von Homematic IP, sodass du ja dann auch zusammen diese Funktionen auch nochmal durchgehen. Das heißt, was ist zum Beispiel ein Paniklicht und all diese Dinge, die werden auch hier in dem Seminar nochmal besprochen. Aber was ist ein Smart Home System ohne ein Sprachsystem? Darum habe ich hier einfach beispielsweise auch nochmal Amazon Alexa stehen. Aber nicht nur das, sondern auch hier den Google Home Dienst oder den Google Assistant kannst du natürlich nutzen, um damit deine Homematic IP Installation zu steuern. Und das ist auch wiederum ein Thema natürlich in dem Seminar. Das heißt, das können wir natürlich nicht außer Acht lassen und wird ebenfalls nochmal mit besprochen hier im Seminar. Und zu guter Letzt ebenfalls nochmal ein anderes Thema, wo ich sehr viele E-Mails auch zu bekommen habe. Was ist denn, wenn du umsteigen möchtest von deinem Homematic IP-System zum klassischen Homematic? Und darum habe ich hier auch nochmal die CCU3 nämlich stehen. Wie musst du da am besten vorgehen? Was musst du beachten und ähnliches? All diese Sachen, wo man halt vielleicht ein großes Fragezeichen im Moment noch vor dem Kopf hat oder auf dem Kopf oder über dem Kopf. All diese Sachen, die möchten wir natürlich auch in dem Seminar nochmal besprechen. Darum etwas ganz Wichtiges, wie ich auch finde, dass du halt auch den Umstieg halt machen kannst zur CCU3, wenn du das möchtest, also von dem klassischen Homematic IP Access Point zur CCU3, wie du da vorgehen musst. Das ist halt ebenfalls nochmal ein Thema des Kurses. Ganz am Ende gibt es nochmal eine Bonuslektion, wo ich halt nochmal Themen bespreche, wie, okay, wie kann ich denn überhaupt Geräte wieder rauslöschen und ähnliches. Duty Cycle wird dort besprochen, also alles Mögliche, was halt nicht zu den klassischen Homematic IP-Themen passte, die ich gerade eben schon durchgegangen bin, gibt es auch nochmal eine Bonuslektion.
Habe ich dein Interesse geweckt, dann solltest du nicht lange zögern, denn bis zum Ende des Monats gibt es nochmal eine spezielle Aktion auf verdrahtet.info, das heißt auf meiner Webseite, denn diesen Kurs oder dieses Seminar kannst du dort nochmal etwas günstiger bekommen. Ab dem 1.2. wird der Kurs da ein klein bisschen teurer. Wie bei allen anderen Kursen wird auch dieser Kurs immer wieder erweitert. Gibt es neue Komponenten von Homematic IP oder ähnliches, gibt es ein Thema, wo viele Fragen zu aufkommen, dann wird der Kurs erweitert, so dass du halt immer wieder am Ball bleibst, immer wieder neue Themen bekommst, die du halt bei dir zu Hause dann verwirklichen kannst. Ich würde mich darum freuen, wenn wir uns im Kurs dann wiedersehen. Ebenso findest du halt hier unten in der Videobeschreibung auch nochmal einen Link, wo ich halt die einzelnen Themen nochmal schriftlich vorstelle und wo du natürlich auch nochmal einen Blick werfen kannst in den Kurs, also in das Seminar selber, um dir einfach mal anzuschauen, wie ich die Dinge halt erkläre und das natürlich auch kostenlos. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wie immer, ich freue mich sehr über einen Daumen hoch. Wenn du andere Wünsche hast zu anderen Seminaren, dann schreib mir diese doch mal unten mit in die Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Bis dann erstmal. Danke, ciao.